der 23. ist heute. Noch einen Tag müssen die Kinder schon noch gedulden, dann haben wir Weihnachten. Ne? Ja, mal gucken, ob in dem Türchen heute was Schönes drin ist. Auch schön ein Stück Baum davor, ne? Da kriegen wir auf. Ne? Ich hole gleich die Kettensäge. Ja, da kann ich die Kettensäge da gleich noch wegmachen, hier den Baum. Aber es sind ganz feine Sachen drin. Da wollen wir mal gucken, wer von euch was gewonnen hat hier. Ne? So, jetzt haben wir den Baum ein Stück weggeschnitten hier, um die Tür aufzukriegen. So, und hier haben wir den Loxon-Spot warm weiß. Wir haben hier einen großen Schriftzug Smart Home aus unserer Produktion und haben einen Raumpasta-Zollstock und haben den Kabelabmantler für die ganz normale Leitung alle abzumanteln. Da wollen wir noch mal gucken, wer das von euch gewonnen hat. So, da wollen wir noch mal gucken, wer heute was gewonnen hat. Jetzt geben wir das Suchwort ein, Hashtag Adventskalender 2021. So, und wer hat jetzt den Loxon Spot V1 gewonnen? Der hat Manuel Bürgts gewonnen. Hashtag Adventskalender 2021, Spitzenarbeit, macht weiter so. Danke dir. So, und wer hat den großen Smart Home Schriftzug gewonnen? Der hat Christian Schneider gewonnen. Hashtag Adventskalender 2021, gut gemachtes Intro, vor allem eine gute Vorweihnachtszeit und macht weiter so. Hashtag MSG. Dankeschön. Und wer hat den Allround-Bastler-Zollstock gewonnen? Der hat Kleinsteini gewonnen. Nice. Einfach wieder klasse. Hashtag Adventskalender 2021. Ne? Und wer hat den Yukari-Abmantler gewonnen? Der hat RH gewonnen. Hashtag Adventskalender 2021. Frohe Weihnachten und macht weiter so. Ja, schon mal vielen Dank an die, die mitgemacht haben. Geht auf unsere Homepage allroundbastler.de, geht da aufs Kontaktformular, füllt das aus, schreibt rein, an welchem Tag ihr was gewonnen habt, guckt mal in unser Listchen und dann, wenn das stimmt, dann schicken wir euch den Gewinn zu. Ja, jetzt haben wir noch einen Tag vor uns, morgen ist Heiligabend, seid gespannt, mal gucken, wer morgen noch gezogen wird. Also macht's schwer gut, bis morgen, ne? Schlaf gut. Ne?